Werte Gäste, Friedensfreunde, Schaffer, liebe Musiker, sehr geehrte Trägerinnen des letzten oder der letzten Friedenspreise und vor allem hochgeschätzter Eugen Drewermann, Preisträger des Herrenhauser Friedenspreises 2023. Wer zum Frieden rät, wird Freude erfahren, heißt es im Buch der Sprüche in der Bibel. In unseren Tagen kommen leider andere Ratschläge. Wir haben wieder einen Verteidigungsminister, der Deutschland kriegsfähig machen möchte. Sein magiges, wie ich finde, oft lächerlich wilhelminisches Auftreten hat ihn laut Umfragen zum beliebtesten Minister der Regierung erhoben. 100 Milliarden für die Bundeswehr sind versprochen, dass man Kriege durch diplomatisches Geschick und durch die Fähigkeit zu Kompromissen verhindern muss, halten die, die noch zur letzten Bundestagswahl plakatiert hatten, keine Waffen in Kriegsgebiete, inzwischen für unmoralisch. Der Kanzler versteigt sich zu dem Satz, die, die damit Friedenstauben rumrennen, sind vielleicht gefallene Engel, die der Hölle entstiegen sind. Wir aber tun etwas völlig Verrücktes. Wir lauschen auf Worte der Bibel und vernehmen da im Buch der Sprüche, wer zum Frieden geht, wird Freude erfahren. In den letzten 2 Jahren haben wir hier in Habenhausen angefangen, ein winziges und fast ganz unbeachtetes Zeichen für den Frieden zu setzen. Wir haben uns mit Hilfe des Beirats Obervieland daran gemacht, das Gefallenendenkmal für die knapp 80 jungen Männer aus Habenhausen, die 1914 bis 18 in einem unsinnigen Krieg ihr Leben ließen, zu transformieren. Friedenspark Habenhausen heißt das kleine Projekt. Es ist winzig, verglichen mit der Aufwallung von Nationalismus und Kriegspropaganda, die uns täglich aus den Medien entgegenschallt. Helfen Sie uns bei diesem Projekt Friedenspark Habenhausen. Wir haben dort einen Raum, wohin wir gehen können mit unserer Sehnsucht nach dem Frieden und mit unserer Verzweiflung über Waffenlieferungen und Verweigerung jeglicher Diplomatie. Am Volkstrauertag wollen wir eine kurze Andacht dort halten, Kränze niederlegen am alten Denkmal, Blumen niederlegen oder Kerzen aufstellen am Knaben mit den Schmetterlingen, den wir dort hingestellt haben. Sind wir naiv? Sind wir Kindsköpfe, weil wir dem Frieden eine Chance geben wollen? Überall in der Welt und gerade dann, wenn der Krieg uns nahe rückt. Wir hören auf das Buch, in dem alle Weisheit der Welt zusammengefasst ist. Wir hören, wovor die Welt die Ohren versperrt. Wer zum Frieden rät, wird Freude erfahren. Lass uns das mal ernst nehmen. Wir werden nicht nur uns Sorgen machen. Wir werden nicht nur traurig sein, wir werden nicht nur verzweifelt sein, wir werden uns nicht nur marginalisiert fühlen und angepinkelt von Leuten, die bei Twitter ihre schlechte Laune rauslassen, sondern wir werden Freude erfahren, weil wir zum Frieden waren. Toll. Hätte die evangelische Kirche in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg nicht komplett versagt, hätte sie nicht mitgedacht und mitgeredet in der Logik der Eskalation. Ich rede vor dem Ersten Weltkrieg, ja? Dem Krieg, mit dem wir uns alle nicht so sehr befasst haben, den wir nicht aus eigenem Erleben kennen. Hätte sie nicht die Größe und Ehre Deutschlands zu ihrem Gott gemacht, sondern die Größe und Ehre des Himmelreichs verkündet, vielleicht hätten die jungen Burschen, derer da gedacht wird, auf unserem Gefallenendenkmal nicht sterben müssen. Wir wollen sie dem Vergessen entreißen. Wir empören uns, dass schon wieder vor lauter Stolz und Rechthaberei der Friede nicht mehr die Hauptsache ist. Das eine Ziel, das wir erreichen müssen, um aller Menschen willen. Wer zum Frieden rät, wird Freude erfahren. Was macht nun aber ausgerechnet Habenhausen zum Ort der Freude und zu einer Stätte, von welcher der Ruf zum Frieden ausgeht? Irgendjemand aus einem friedensbewegten Diskussionskreis, in dem ich war, hat mir neulich gesagt, Habenhausen kenne ich gut von früher, ich bin da aufgewachsen. Leute,
Da möchte ich nicht wieder hin. So von der Denkweise. Was macht Habenhausen zu diesem Ort? Nun, es ist die historische Erfahrung eines Friedensschlusses, der gelang, ehe es zu allgemeinem Sterben und Töten kam. Am 15. November 1666 unterzeichneten der schwedische Feldmarschall Wrangel und die Bremer Ratsdeputierten Wachmann, Harmes, Schöne und Köper sowie die Unterhändler der Mächte, die Bremen in diesem Konflikt zur Seite standen, Petrus Buschmann für Kurköln, von Ledebur und De Beyer für Kurbrandenburg, von Hammerstein zu Elz und von Hardenberg für Braunschweig-Lüneburg sowie Badenhaus für Hessen-Kassel, einen Kompromissfrieden, der viele Menschenleben rettete. Eine Straße von dieser Kirche entfernt, in die Richtung, befand sich das schwedische Hauptquartier, in dem der Friede geschlossen wurde. Wie so vieles hatte die Sache eine verwickelte Vorgeschichte. Schon 20 Jahre vor dem Habenhauser Frieden hatte Schweden Ansprüche auf die Stadt Bremen angemeldet. Schweden wollte die Stadt Bremen haben, seinem Reich einverleiben. Das war damals nicht so absurd, wie es heute wäre, denn Schweden erhielt als Siegermacht des Dreißigjährigen Krieges nach 10 Verhandlungen in Osnabrück und Münster das Erzbistum Bremen und verwandelte es in das Herzogtum Bremen-Pferden, also säkularisierte es. Das war ungefähr das Land zwischen Weser und Elbe. Und nun ging der Streit darum, ob die Stadt Bremen zu diesem Herzogtum und also zu Schweden dazugehört oder nicht. Ob es selbstständig sei. Juristisch schien der Fall klar. Der Kaiser im fernen Wien hatte 1646 das Linzer Diplom ausgestellt. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen hat jemals schon vom Linzer Diplom gehört? Der Urkunde der Freiheit unserer Stadt. Ja, guck mal, dann frage ich jetzt mal die Gegenfrage. Und wer hört heute zum ersten Mal davon und lernt ganz viel davon? Ja, Linzer Diplom, 1646, die Urkunde der Freiheit unserer, dass unsere Stadt reichsunmittelbar ist, sagte man damals. Vorher war das nicht so. Erst mit dem Linzer Diplom hatten wir es schriftlich. Bremen ist eine freie Reichsstadt, reichsunmittelbar, gehört nicht mehr zum alten Erzbistum und auch nicht zu dessen Rechtsnachfolger, dem modernen Herzogtum. Bremen hatte die Urkunde seiner Freiheit seit 1646 mit Brief und Siegel vom Kaiser. Hat aber 100.000 Goldstücke bezahlt. Gründe gibt es ja noch. Aber Schweden erkannte diese Freiheit nicht an. Jetzt kann man sagen, die bösen Schweden. Es fasste die ganze Sache mit dem Linzer Diplom als faulen Trick auf. Denn das wurde ja erst 1646 aus dem Hut gezaubert, als sich bereits abzeichnete, dass nun die Schweden den Erzbischof beerben würden. Und nun plötzlich stellt der Kaiser der Stadt Bremen ein Diplom aus, von dem vorher nie die Rede gewesen war, jahrhundertelang nicht. Und das tat so dieses Diplom, als hätte die Stadt Bremen mit dem Erzbistum Bremen überhaupt nichts zu tun. Man witterte in Stockholm nicht völlig zu Unrecht eine kaiserlich-bremische Finte, ein Betrug, und ging mit allen Mitteln dagegen an. Also besetzten die Schweden die Gegend um das heutige Bremerhaven, das damals auch schon bremisch war, eroberte die bremische Burg Bederkesan und das ganze Land darum herum, Blumenthal auch und auch die Burger Schanze. 1654 schloss man in Stade einen Vergleich, der die wesentliche Streitfrage offen ließ, nämlich ist Bremen unabhängig und gehört als freie Reichsstadt zum Heiligen Römischen Reich und ist vertreten auf dem Reichstag in Regensburg, oder ist es Bestandteil des schwedischen Herzogtums Bremen-Pferden und muss nach Stade betteln gehen, wenn es etwas will. Das blieb im Vergleich offen. Schweden stellte die Forderung auf, Bremen sollte bis zum Jahre 1700 auf seinen Status als freie Reichsstadt verzichten. Dafür würde Schweden der Stadt gewisse Garantien geben. Rechnen Sie mal von 1666 bis 1734 Jahre sollte Bremen auf sein Recht verzichten, und das war für die Schweden irgendwie ein Angebot zur Güte.
Ihr sollt nicht für immer verzichten, aber erst mal die 34 Jahre. Was Sie sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht, wussten die Bremer auch nicht. Raten Sie mal, was die Bremer dazu gesagt haben. Nein. War das für Bremen nicht sehr riskant? Sollte man der Großmacht ihre vagen Versprechungen glauben? Da sind wir bei Themen. Bremen lehnte ab. Und was war das Ergebnis? Man beschloss 1666 in Stockholm, dem Theater ein Ende zu machen. Jetzt reicht's. Und die gut befestigte Stadt militärisch einzunehmen. Jetzt, so sagte man in Stockholm, sei die Zeit der Kompromisse vorbei. Jetzt wolle man sich nicht mehr damit zufrieden geben, dass die Stadt bis zum Jahre 1700 auf ihre verbrieften Freiheitsrechte verzichtete. Jetzt eskalierte die schwedische Regierung, genervt vom bremischen Insistieren auf diesem Linzer Diplom. Das habe nun ein Ende. Bremen werde jetzt ein für alle Mal schwedisch. Punkt aus Ende. Man schickte den gefürchteten Feldherrn Drangel mit 10.000 Soldaten über Pommern und Stade hierher. Ausgerechnet im Dorf Habenhausen nahm er sein Hauptquartier. Bei Gröpeling und zwischen Aßen und Habenhausen sperrten zwei Schiffbrücken die Weser vollkommen ab. Jeglicher Warenverkehr war unterbrochen, der Belagerung ging Schloss, schloss sich die Lage der Stadt, wurde ernst. Und die Bremer, mit 4.000 Soldaten in der Stadt, davon irgendwie der größere Teil Handwerksburschen und Freiwillige, keine Berufssoldaten, suchten Verbündete und verhandelten mit Reichsfürstentümern wie Braunschweig, Lüneburg, Kurköln, Hessen, Kassel, Brandenburg, ob die nicht Hilfe senden können. Wissen Sie, was passiert, wenn man Verbündete hat in einem Konflikt, der erst lokal ist, und dann zieht man Verbündete rein, dann wächst sich der Konflikt aus. In einer zweiten Reihe kommen dann noch andere Verbündete dazu, Großmächte, die auch schon im Hintergrund agierten, Dänemark, Holland und Frankreich. Das alles war dabei, sich aufzubauen. Es hatte genug Konflikte gegeben. Der 30-jährige Krieg ist der berühmteste, die genau mit so einer kleinen Sache angefangen sind. Sagen Sie nicht, das war eine Kleinigkeit hier in Bremen. Das hätte zu einem europäischen großen Krieg werden können. Und dass es das nicht geworden ist, feiern wir heute. Also, diese Staaten, diese Mittelstaaten, fürchteten ein Anwachsen der Macht Schwedens, die auch ihnen gefährlich werden konnte, das versteht man auf Anhieb, also waren sie bereit, Truppen zu entsenden, aber nicht ohne Bedingung. Und das ist interessant, was für eine Bedingung sie den Bremern stellten. Die Bedingung war überraschend. Sie verlangten nämlich von den Bremern, dass sie den Schweden entgegenkommen müssen. Linzer Diplom hin oder her. Ein Frieden ist es wert, dass man dafür auf seine Maximalforderung verzichtet. So sagten also die Braunschweig-Lüneburger Kurkölner und Hessen, wir helfen euch mit Truppen, wenn ihr den Schweden entgegenkommt und bereit seid, auf euren Status als freie Reichsstadt bis zum Jahre 1700 zu verzichten, wie sie erst neulich noch verlangt haben. Allerdings erst nach dem Ende der jetzigen Legislaturperiode des Reichstags in Regensburg. Alles Weitere verhandeln wir später. Das ist das Tolle an diesem Kompromissfrieden in Habenhausen. Alles Weitere verhandeln wir später. Aber an diesem wesentlichen Punkt geht ihr bitte den Schweden nach, sonst helfen wir euch nicht. So hatten sich die Bremer die Hilfe der Alliierten nicht vorgestellt. Sie mussten, wenn sie nicht alleine dastehen wollten, eine dicke Kröte schlucken, ihrem ernsten Feind vertrauen, das eigene Recht zurückstellen, und jeder hier weiß, wie schwer das ist, wenn man weiß, ich bin im Recht. Dann zurückzustehen. Ohne das gäbe es keine alliierte Hilfe. Die Alliierten waren nicht bereit, für Bremens Maximalforderungen zu kämpfen. Sie wollten die Macht Schwedens einnehmen, aber die Stadt musste auf das, was sie für ihr vollstes Recht hielt, verzichten. In Bremen wurde diese Bedingung bekannt gemacht und ziemlich basisdemokratisch, das fand ich auch toll, als ich es gelesen habe, in Rat und Wittert, der Rat hat eigentlich alles für sich immer gemacht, aber jetzt auch die Wittert, der größere Kreis, aber auch in einem allgemeinen Bürgerkonvent diskutiert. Und dort, in diesem großen Bürgerkonvent, fragen Sie mal viele Leute statt wenige, wie man sich verhalten soll. Da haben Sie ganz oft in dieser Gemeinde, habe ich das sehr oft erlebt, dass in dem größeren Gremium oft viele verschiedene Meinungen sind und doch die richtige.
wichtigen, vernünftigen Entscheidungen am Ende, weil man die dann ja durchdiskutieren muss, beschlossen werden. Und man hat dann also im Bürgerkonvent da nicht mehr rauszuholen gewesen, ist angenommen. Das nennt man wohl politische Vernunft. Damit waren die Alliierten bereit, die Weser heraufzumarschieren. Wrangel kam unter Druck zwischen den 4000 Mann in der Stadt und den 6000, die nun anmarschierten, eingeklemmt zu werden. Nun ging auch er von seiner Maximalforderung ab. Schweden war unter diesen Bedingungen bereit, zu dem alten Kompromiss zurückzukehren, der ursprünglich sein Ziel gewesen war. Erinnern Sie sich, Bremen verzichtet bis zum Jahre 1700 auf die Geltung des Linzer Diploms. Danach sehen wir weiter. Das alles wurde in diesem Vertragswerk beschrieben, dass hier in Habenhausen am 15. November 1666 im Hauptquartier des Generalfeldmarschalls Wrangel unterzeichnet wurde. Die Schweden zogen daraufhin ab. Es heißt sogar in allen Chroniken, die schwedischen Soldaten gingen in die Stadt, um einzukaufen. Bremen wurde nicht erobert. Ein Kompromiss von Anfang bis Ende, vielleicht gar ein fauler Kompromiss. Er hat bewirkt, dass die Soldaten nach Hause gehen konnten. Großes und allgemeines Sterben wurde verhindert. Nicht nur von Soldaten, auch in der belagerten Stadt. Die drohende Ausweitung des Krieges durch Hineinziehen weiterer Großmächte wurde verhindert. Ein Kompromissfrieden, der nicht nur den Frieden wiederhergestellt hat, ehe er endgültig verloren war, sondern der auch die Freiheit Bremens bis auf den heutigen Tag, wenn Sie sich schon mal gefragt haben, warum ist diese chaotische Stadt ein Bundesland, eines von den 16? Deshalb, weil damals die Freiheit dieser Stadt bewahrt geblieben ist, durch politische Vernunft und Kompromisse. Am Ende kam auch noch ein bisschen Glück dazu. Denn durch gewisse historische Zufälle, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann, ist ausgerechnet die schwedische Forderung, Sie wissen schon, die für Bremen am gefährlichsten schien, nämlich die Suspendierung der Reichsunmittelbarkeit bis zum Jahre 1700, nie wirksam geworden. Es gab nämlich die Klausel, das gilt erst, wenn der Reichstag nicht mehr tagt. Und normalerweise haben alle Reichstage irgendwie 2 Jahre, 3 Jahre getagt. Aber dieser Reichstag, 1666, der tagte schon 3 Jahre. Und der tagte ununterbrochen weiter, hat niemand wissen können, niemand vorher mitgerechnet, bis zum Jahre 1806, bis das Heilige Römische Reich aufgelöst wurde. Und deshalb wurde die Klausel niemals gültig. Deshalb hat Bremen niemals auf seine Freiheit verzichten müssen, obwohl es nun vernünftigerweise sogar dazu bereit gewesen war. Das alles ist ganz bestimmt keine heroische Geschichte. Aus heutiger Sicht lehrt sie uns vor allem, dass Diplomatie und die Bereitschaft, Kröten zu schlucken, sich seines gefühlten oder tatsächlichen Rechtes zu begeben, helfen können, zum Frieden zurückzufinden. Und dass es gut ist, wenn Alliierte den Verbündeten nicht alles geben, was sie haben wollen. Ja. Wer zum Frieden rät, wird Freude erfahren. Vom Pazifismus, vom Hören auf die Bergpredigt, vom Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, wie die Weltversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 in Amsterdam mit den Worten zusammengefasst hat: Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Das war der Satz des Ökumenischen Weltrats der Kirchen nach der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Davon ist dieser Friede von Habenhausen noch weit entfernt. Es ist viel von Soldaten die Rede, von Waffenhilfe, von militärischer Unterstützung, aber doch auch von Diplomatie und politischer Vernunft. Vom Wagnis, vom zugegeben gefährlichen Wagnis, dem Feind zu vertrauen, wenn man den Krieg beenden will. So verstehen wir jedenfalls in Habenhausen die Lehre der Vergangenheit und daher verleihen wir seit nunmehr 15 Jahren den Habenhauser Friedenspreis. Er wird an Personen oder Einrichtungen verliehen, die durch ihr integratives, Menschen, Völker, Religionen und Kulturen verbindendes Engagement dem Frieden dienen. In diesem Jahr geht der Preis an Eugen Drewermann. Dafür, dass er unablässig die wichtige Stimme des Pazifismus
in konfliktreichen Zeiten hat vernehmen lassen und vielen Menschen die Hoffnung gegeben, dass Auseinandersetzungen zwischen Staaten und Machtblöcken anders als nur militärisch gelöst werden können. Insbesondere in der Zeit des Ukraine-Krieges gehört er zu den unüberhörbaren Stimmen, die einer immer weitergehenden Eskalation des Krieges entgegentreten und sich entschieden gegen die deutschen Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet aussprechen. Dafür wird er vielfach angefeindet und kritisiert, und deshalb wollen wir ihm mit der Preisverleihung auch dafür ausdrücklich danken und unserer Solidarität versichern. Boris Pistorius hat Jens Lohse eben schon etwas gesagt. Diejenigen, die es nicht mehr wissen, der Mann war auch mal Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück. Aber Boris Pistorius hat in seiner Funktion als Oberbürgermeister alle 2 Jahre den Osnabrücker Friedenspreis verliehen. Auch da merkt man heute nicht mehr viel von. Er meint also, die neue Mentalität in der deutschen Gesellschaft, sie müsse kriegstüchtig werden. Wir wollen, dass in Deutschland friedenstüchtiger wird, dass die Bundesregierung für Diplomatie und Verhandlungen steht, nicht das Gegenteil. Und zur gleichen Zeit, als mich Jens Lohse ansprach auf die Veranstaltung heute, setzten sich der ukrainische Präsident Zelensky und die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen lächelnd in ein F-16-Kriegsflugzeug, als handele es sich um ein hübsches Spielzeug und nicht um eine todbringende Maschine. Krieg ist aber kein Spiel, sondern tödliche Wirklichkeit. Er muss sofort beendet werden gegen allen Widerstand der Kriegsbefürworter. Eugen Drewermann, der Preisträger, geboren am 20. Juni 1940 in Bergkamen, fast so weit fahren wir heute Abend noch, Theologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller. In der Vergangenheit hat er bereits mehrere Preise erhalten. So wurde Eugen Drewermann 2007 mit dem Erich-Fromm-Preis ausgezeichnet und erhielt 2011 den erstmals verliehenen Albert-Schweitzer-Preis. Der Habenhauser Friedenspreis ist dagegen aber ein ganz besonderer. Er wird verliehen wegen seines friedenspolitischen Engagements. Eugen Drewermann ist dem klaren Friedensgebot der Bibel treu geblieben. Worte wie, du sollst nicht töten, liebet eure Feinde oder wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen, werden bei ihm nicht durch ein einerseits und andererseits verwässert, um bei den Herrschenden der westlichen Welt nicht anzuecken. In unserer von Kriegspropaganda beherrschten Zeit bringt ihm dies viel Kritik und Häme ein.
Im Vorfeld dieser Veranstaltung gab es sogar Empfehlungen, Eugen Drewermann nicht auftreten zu lassen. Und Jens Lohse hat den Nachrichtenkanal X, vormals Twitter ja, schon zitiert, wenn man da manche Kommentare, Stellungnahmen von Leuten, die auch in der Gesellschaft durchaus Anklang finden, liest, kann einem manchmal ganz schlecht werden. Und da ist es auch nur folgerichtig, wenn dem Mainstream entsprechend das ganzseitige Interview des Friedensbeauftragten der Bremischen Evangelischen Kirche im Weserkurier am 21. Oktober, in dem Andreas Hamburg das Grundlebensmittel Brot für Kinder gleichsetzte mit Vernichtungswaffen wie den weitreichenden Angriffsmarsch für Flugkörpern Taurus und diese forderte, die Regierung in Kiew zur Kriegsführung zu überlassen. Dieses Interview wurde von der Pressestelle der BEK für toll gefunden. Wir sind froh, dass es Menschen wie Eugen Drewermann gibt, Menschen, die einen unbeirrt klaren Blick bewahren. Bei dem Kongress Ohne NATO leben, Ideen zum Frieden am 21. Mai 2022 in der Humboldt-Universität in Berlin, wo das Bremer Friedensforum auch zu den organisierenden Kräften gehörte, sagte Eugen Drewermann, die NATO könne nicht als Friedensprojekt bezeichnet werden. In der Abschlusspresseerklärung zitierten wir ihn, der Frieden kommt nicht durch die Überlegung über die Überlegenheit der Waffen, denn Aufrüstung führt zu einer Spirale der Gewalt. Am 23. Oktober dieses Jahres richtete Eugen Drewermann einen wichtigen Friedensappell zum Konflikt in Nahost, der uns alle derzeit in Atem hält und in der Grausamkeit schockiert. Eugen Drewermann, nur Gewaltfreiheit kann jetzt Frieden schaffen und ich sage, das heißt Waffenstillstand sofort. Eugen Drewermanns öffentliche Reden sind von seltener Klarheit und bestechender Logik. Wir werden da heute Abend noch was sicherlich hören. Sein Verantwortungsgefühl für unsere Welt und seine Verbundenheit mit der christlichen Botschaft lassen ihn nicht zur Ruhe kommen. Wir sind sehr dankbar, mit Ihnen einen wunderbaren und so regen Denker und Mitstreiter in den Reihen der Friedensbewegung zu haben. Gern erinnere ich mich an den Ostermarsch vor 15 Jahren, am Samstag vor Ostern auf dem Bremer Marktplatz. Viele Menschen waren unterwegs, die letzten Einkäufe zum Osterfest wurden getätigt. Einige hundert Menschen hatten sich nach der Demonstration zur Schlusskundgebung versammelt, wo Eugen Drewermann sprach. Und nun kommt, was bei einer Kundgebung nur selten erlebt wird. Immer mehr Menschen, die den Marktplatz überqueren wollten, blieben stehen. Sie hörten zu, so lange, bis Eugen Drewermann mit seiner Rede am Ende war. Vielleicht war es sein staccato-artiges Sprechen, das die Passanten zunächst aufmerksam machte. Dann aber begriffen sie, dass der Redner in jedem Satz das Elend dieser Welt auf den Punkt brachte. Die Menschen waren von seinem Wort ergriffen. Sie waren ergriffen, da sie merkten, dass der Redner das ausdrückte, was ihre eigene Existenz bestimmt und bedroht. Nach der Rede entstand übrigens diese Broschüre, die heute printmäßig nicht mehr erhältlich ist, aber auf der Website des Bremer Friedensforums unter Publikationen nachgelesen werden kann. Und wenn man da reinguckt, sind viele Sätze
kann man so unterschreiben, auch für die heutige Zeit. Vom diesjährigen Ostermarsch mit Eugen Drewermann auf dem Bremer Marktplatz gibt es einen viel beachteten Film von Weltnetz TV im Internet, den Sönke Hund und Marlies Hund gedreht haben, die auch heute Abend hier die Veranstaltung filmen und sicherlich wieder einen ansprechenden Film herausgeben werden. Auch dieser Film über den Ostermarsch, über die faszinierende Rede von Eugen Drewermann, ist auf unserer Website zu sehen. Drei Kommentare bei YouTube stehen für viele. Lieber Herr Drewermann, vielen Dank für Ihre kraftvollen und mutigen Worte und zugleich mahnenden Worte. Mithin haben Sie die große Gabe, immer die richtigen Worte zu finden. Zweiter Kommentar, Eugen Drewermann sagt auf den Punkt genau, was los ist oder wie es sein sollte. Und dritter Kommentar, ich bekomme Tränen in den Augen, wenn ich Herrn Drewermann höre. Das ist ein Mensch, dessen Hand man einmal geschüttelt haben möchte. Folgende Gedanken seiner Rede waren besonders treffend und mutig. Die Instrumentalisierung der Schreckensbilder zur Steigerung der eigenen Aggression. Der globale Hegemonialanspruch der USA, vor dem wir auf den Knien rutschen. Die heuchlerische Einteilung der Welt in Gut und Böse. Wir sind natürlich die Guten. Die Erinnerung, dass die Osterweiterung der NATO von Russland sehr wohl als Bedrohung wahrgenommen wurde und die Erinnerung an die gebrochenen Versprechen gegenüber der Sowjetunion, ohne die die deutsche Wiedervereinigung nicht möglich gewesen wäre. Und immer wieder in der Rede ein Plädoyer gegen die irrsinnige Verschwendung durch Aufrüstung. Eugen Drewermann besitzt die seltene Gabe, sich uns in freier Rede in unbegrenzter Zeit mitzuteilen, ohne uns zu langweilen. Das können nur ganz wenige. Er schlägt uns zwingend in seinen Bann, und zwar mit einer Intensität, die ihn selbst nicht selten in Gefahr zu bringen scheint, von der eigenen Sprache, den eigenen Emotionen mitgerissen zu werden. Wir haben schon Kundgebungen erlebt, wo wir Rednerinnen und Rednern gerne zugerufen hätten, fasse dich kürzer. Bei Eugen Drewermann ist genau das Gegenteil der Fall. Bei Reden wie in Bremen oder auch an der Airbase Rammstein, dem größten Militärstützpunkt der US-Army außerhalb der USA, wurden sogar Zugaben verlangt. Unvergessen nach dem Schlussapplaus in Rammstein 2017, sinngemäß, Stopp Rammstein ist mir ein so wichtiges Anliegen, dass ich hier auch allein sprechen würde. Aber mit euch zu demonstrieren, macht es doch mehr Spaß. Eugen Drewermann hat uns wichtige Hilfen bei der Artikulation der Friedensbewegung in vielen schwierigen Zeiten gegeben. Er hat vielen Aktiven Mut gemacht, nicht zu resignieren. Wir freuen uns, dass er gleich zu uns spricht. Eugen Drewermann war nicht nur Publikumsmagnet beim Ostermarsch 2008 und 2023, sowie bei der Friedensdemonstration anlässlich des Evangelischen Kirchentages 2009. Darüber hinaus gestaltete der streitbare Theologe, wie er so gern in den Medien genannt wird, in Bremen Veranstaltungen in der Kulturkirche und beim Theater. Legendär auch die Sendereihe Drewermanns Märchenwelt im früheren Nordwestradio von Radio Bremen. Im Podcast Redefreiheit konnten Hörer mit Eugen Drewermann über ausgewählte Themen am Telefon diskutieren. Zur Historie des Habenhauser Friedens, ohne den das Bundesland Bremen gar nicht existieren würde, hat Jens Lohse ausführlich
etwas gesagt. In der Historie war es also durchaus hanseatisch zu verhandeln, statt Waffen sprechen zu lassen. Am Wirtschaftsstandort Bremen dagegen erleben wir heute eine nicht einzudämmende Forderung nach Ausbau und Stärkung der lokalen Rüstungsindustrie. Die Bremer Rüstungsindustrie wünscht sich ein größeres Stück vom Kuchen des sogenannten 100 Milliarden Sondervermögens für die Bundeswehr. Das war eines der Themen auf dem Rolandessen des Industrieclub Bremen am 10. November, also vor 5 Tagen. Die Friedensbewegung hat immer gesagt, Kriege beginnen auch hier. Leider sind Abrüstung und Rüstungskonversion heute Fremdworte. Eugen Drewermann findet Worte, die sachlich nicht zu widerlegen sind. Und er spricht sie in einer Form aus, die unter die Haut geht. Durch seine offene, kämpferische Ansprache fand der Friedensgedanke in Bremen mehrfach seine faszinierten Zuhörerinnen und Zuhörer. In der aktuellen Zeitung gegen den Krieg, die für die bundesweite Friedensdemonstration am 25. November 2023 in Berlin wirbt, schreibt er: Lohnt der Friede, auch wenn er in dieser Welt scheinbar utopisch ist, weil er keinen Ort auf Erden im Verwaltungsgebiet der Machthaber haben soll, lohnt sich ein derartiges Opfer? Ist er das wert, das eigene Leben? Die Frage ist falsch gestellt. Sie lautet eigentlich: Kannst du, willst du wirklich mit dem Krieg weiterleben? Kein Staat der Erde hat das Recht, die Worte außer Kraft zu setzen, die Gott uns in das Herz geschrieben hat und die ganz einfach und kategorisch sagen: Du sollst nicht töten. Wir weigern uns, mit unseren Herrschern zusammenzuarbeiten, wenn sie unsere Lebensinteressen gefährden. Das ist passiver Widerstand. Beeindruckend sind die zahllosen öffentlichen Auftritte, wie am kommenden Sonntag mit der zentralen Rede bei der Verleihung des Löwenherz-Friedenspreises an Gabriele Krone-Schmalz in Leipzig. Beeindruckend sind die vielen Bücher und darüber hinaus ein wahnsinniger Output auf der eigenen Website, dem YouTube-Drewermann-Kanal und in Social Media wie Facebook, X, LinkedIn und Instagram. Ich weiß gar nicht, ob Sie bei TikTok auch vertreten sind. Da gucke ich nicht rein. Da kommen auch Menschen, die viel Zeit am Computer und am Smartphone verbringen, nicht mehr mit. Und zum Abschluss: In seinem neuen Buch, was Eugen Drewermann heute hier schon signiert hat, Nur durch Frieden bewahren wir uns selbst, fasst er noch einmal zentrale Argumente gegen eine Politik der Angst und der Gewalt zusammen. Er beklagt die Kumpanei der Kirchen mit den Kriegstreibern und plädiert für die Bergpredigt als Heilmittel gegen Angst und Gewalt. Dieses neue Buch ist Drewermanns Vermächtnis an die Menschheit, die vor einem sich verdunkelnden politischen Horizont in Richtung Abgrund taumelt, schreibt Roland Rottenfußer im Magazin Manova. Danke, Eugen Drewermann, für alles, was Sie bisher für den Frieden und die Friedensbewegung geleistet haben. Und natürlich einen herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Habenhauser Friedenspreises. Vielen Dank. So, dem Vorstand der Habenhauser Schaffergesellschaft ist es auch in diesem Jahr wieder leicht gefallen, einen geeigneten Träger für den Habenhauser Friedenspreis zu finden. Wir wollen mit der Ehrung für Eugen Drewermann natürlich sein persönliches Engagement,
seinen Einsatz für die Sache des Friedens in sehr schwierigen Zeiten würdigen. Zugleich ist es uns aber wichtig zu würdigen, dass Eugen Drewermann unablässig und unermüdlich die andere Stimme, die so schwer hörbare Stimme hat, vernehmen lassen, die nicht zu Waffenlieferungen, sondern zu Friedensverhandlungen rät. Danke, lieber Eugen Drewermann, für diese Stärkung und Ermutigung. Und nun kommen Sie doch bitte hier nach vorne. Letzte Wort, das Jesus an seinen Schüler und Apostel richtet. 26. Kapitel bei Matthäus, Vers 52. Steckt das Schwert dahin, wohin es gehört. Das ist das Erbe. Petrus glaubt, das Beste zu tun, was er tun kann. Das Heilige, Göttliche, ihm selber alles Bedeutende zu verteidigen mit dem Schwert. Und was Jesus will, dass wir es begreifen, für alle Zeiten und Tage, ist, dass man das Heilige schändet, wenn man es verteidigen will, indem man Menschen tötet. Dass man Gott widerspricht, den das Herz seines Lebens geschrieben hat, du sollst nicht töten. Dass man die Kostbarkeit mit Füßen zertrampelt, wenn man mit Gewalt sie zu schützen vorgibt. Um 200 hat der Nordafrikaner Tertullian vollkommen richtig diese Worte wiedergegeben mit dem Kommentar: In diesem Augenblick hat Jesus jedem Soldaten den Koppel abgeschnallt. Es ist das Entsetzen der frühen Kirche vor dem, was man im römischen Imperium Krieg nennt. Geändert hat sich's erst im Jahre
12, als Konstantin zur Vereinigung des Römischen Reiches zwischen Großbritannien und der Tyrannei von Portugal bis zum Irak eine Schlacht führte, um an die Macht zu kommen. Ein Kirchenvater erzählt, er habe auf den Schilden seiner Soldaten das Zeichen des Christus gemalt. Chiro, in diesem Zeichen wirst du siegen. Seitdem können wir feststellen, wie im gesamten sich christlich nennenden Abendland die Botschaft Jesu im Kern pervertiert wird. Seitdem feiert die Kirche, feiert der Staat in heiliger Gemeinsamkeit den Gott im Himmel, den Jesus uns zu bringen kam, als gütig, vergebend, friedliebend, sanftmütig, als einen Gott, der auf dem Schlachtfeld seine Macht demonstriert und den wir anbeten müssen als siegreichen Kriegsgott. Als hätten wir zu feiern die Wiederkehr des babylonischen Marduk, des germanischen Wotan, jeder heidnischen Gottheit, die im Munde Jesu aus unserem Herzen gestreichelt und geheilt werden sollte. Dies bleibt die Wahrheit. Den Weg zu Christus finden wird man nur, wenn die ganz normale geschichtliche, politische Wirklichkeit so erlebt wird, dass man die Worte Jesu als Rettung aus einem scheinbar nie aufhörenden Wahnsinn begreift. Es ist möglich, dass man aus der Geschichte etwas lernt. Ausnahmsweise, Frieden kommt durch Kompromissfähigkeit, in gewissem Sinne durch Verzicht. Aber der eigentliche Protest gegen jeden Krieg besteht in der Furchtbarkeit seiner Erscheinung. Das ist, was die Christen nicht wollten, indem sie begriffen, man kann mit Menschen nicht so verfahren. Wie im Circus Maximus, ein Schauspiel, wie man sich wechselseitig mordet, das Schwert in die Hand nimmt, seit der Bronzezeit, nur um Menschen zu zerfetzen, ihnen den Kopf abzuschlagen und die Gliedmaßen, sie aufzuspießen. Und das vertausendfach ist, was wir Krieg nennen. Tolstoi hat völlig recht in Krieg und Frieden. Wenn sie aufeinander stürzen, zwei Armeen mit dem Befehl und dem Willen, so viel zu töten an der Gegenseite, wie es nur geht, sind wir dann noch Menschen? Was wird dabei aus uns selber? Und was macht man mit uns, das Bürgern? Herr Pistorius als Bürgermeister in Osnabrück hätte Gelegenheit genug gehabt, das Museum von Erich Maria Remarque zu besuchen oder nur mal in der Freistunde zu lesen, im Westen nichts Neues. Ein Deutscher liegt in einem Granatrichter und neben ihm ein Franzose, den man mit dem Bajonett den Unterleib aufgeschnitten hat. Und der röchelt dahin und stöhnt in seinem Schmerz. Dem Deutschen ist nicht mehr länger danach zumute, in dem Franzmann seinen Todfeind zu sehen. Er beginnt mit ihm zu leiden. Er holt ihm Wasser aus den Pfützen, um seine vertrockneten Lippen zu berühren. Und er weiß, es ist ein Mensch, genau wie ich. Er hat Frau und Kinder. Er hat einen eigenen Beruf in einer Druckerei. Und er beschließt, während der andere dabei ist, zu verenden unter den grausamen Taten, die man im Krieg von einem ordentlichen Soldaten zu verlangen hat. Selber zu werden wie er. Zurückgekehrt wird er in eine Druckerei versuchen, einen Arbeitsplatz zu finden. Mit Mal hat man Mitgefühl, mit Mal weiß man, dass man auf beiden Seiten Menschen findet, genau dieselben, und das Malen hätte ein Ende. Aber soll es das haben?
Herr Pistorius, kriegsertüchtigt. Wollen wir wirklich, dass Bundeswehroffiziere unseren 16-jährigen Mädchen und Jungen erzählen, was es bedeutet, kriegstüchtig zu werden? Remarque, in 6 Wochen auf dem Kasernenhof ist ein anderer Mensch aus uns geworden. Nicht in den 10 Jahren Schulunterricht. Aus uns sind Bestien geworden, Mörder geworden. Käme dein eigener Vater von der Gegenseite auf dich zu, du würdest eine Handgranate ihm vor die Füße werfen. Wenn das möglich ist, dann macht zählt aus, was am Anfang des 20. Jahrhunderts an Mordgeräten aufgeboten wurde im sogenannten Ersten Weltkrieg. Plan quadratweises Trommelfeuer, Bajonettangriff, Flammenwerfer, Giftgas, Panzerketten, Bomben, Typhus. War alles umsonst, was wir von Platon bis Schopenhauer als Kultur bezeichnet haben. Wollen wir, dass unsere Kinder genau dafür trainiert werden? Sie sehen, wie man stirbt. Aber da muss man stark sein, da muss man drüber gehen. Über Leichen muss man hinweggehen können, um zum Sieg zu greifen. Man muss das Banner über den Leichenhaufen aufrichten, um zu zeigen, dass man gesiegt hat. Und am Ende womöglich noch zu Gott beten in Dankbarkeit. Triumphal war er auf der Seite der Richtigen. Alles widerspricht dem. Aber dann müssen wir unser Gefühl behalten und uns selber behalten. Und dann müssten wir Widerspruch einlegen gegen die Befähigung, Ertüchtigung zur Kriegsfähigkeit. Denn worin sie besteht, könnten wir wissen. Angetreten in einer Reihe, die Augen geradeaus, links fängt Marsch. Das ist das Kommando. Und was wird damit erreicht? Dass der Körper von 18- und 20-Jährigen sich in das Räderwerk des befohlenen Tötens hineinfügt. Man hört nicht mehr auf sich selber, die eigenen Gefühle, die eigenen Gedanken. Man hat zu gehorchen, auf Befehl. Und das in aller Grausamkeit. Sie schauen sich vielleicht den Film an, Full Metal Jacket, die Vorbereitung der Special Forces, der US Army für den Vietnamkrieg. Es ist egal geworden, was euch die Lehrer gesagt haben, der Pastor gesagt hat, die Eltern gesagt haben. Jetzt gilt, was ich euch sage. Und wenn ich euch sage, ihr geht auf diesen Hügel und ihr bringt sie alle um, ihr Scheißer, dann tut ihr das. Das ist nicht ein Film nur, das ist die reine Wirklichkeit. 2003 schreibt Joshua Key ein Büchlein mit dem Titel Ich bin ein Deserteur. Und er schildert genau diese Ausbildung. Wie der Drillsergeant, wie ein Brüllaffe hinter einem steht. Kinsen, Kinsen! Und sie müssen es nachbrüllen. Zu leise, Kinsen! Die Sendnigas, das sind alle Araber. Alle Araber sind Muslime, alle Araber sind Islamisten. Alle Araber muss man töten. Kinsen, Sendnigas, das muss man brüllen. Und Joshua Key fügt hinzu, ich war stolz, es brüllen zu können. Er wird zum Deserteur, als er erkennt, wir verfolgen keine Terroristen, wir sind selber Terroristen. Zum Zaun im Camp kommt immer wieder mal ein Mädchen mit seinem Geschwisterchen auf der Hüfte. Wie beim Taubenfüttern wirft man ihm manchmal Brot über den Zaun. Aber an dem Tag kommt einer der Kameraden auf die Idee, dass das ja die Terroristen so machen. Sie nehmen Kinder
als Mautwaffen. Wahrscheinlich bringt das Mädchen lediglich immer näher an den Zaun des Camps sich heranschleichend eine Sprenggranate mit. Stehen bleiben, schreit er. Das Mädchen versteht es nicht. Stehen bleiben, schreit er. Das Mädchen versteht es nicht. Er legt an. Die sagt nein, aber er zieht durch. Für Joshua Kee das Ende des Krieges. Töten, töten, töten. Wann soll das aufhören? In drei Sternen aus der Bergpredigt versuche ich zu schildern, wie evident das ist, was Jesus sagt. Heute in der Zeitung steht fast stolz, Christen sind im Durchschnitt der Bevölkerung ab sofort in der Minderheit. Ja, wo waren sie denn, als sie in der Mehrheit zusammen glaubten? Wann hätten sie gehört auf das, was Jesus möchte? Matthäus 5, 38 und die folgenden ist der Kern. Tolstoi hat das völlig richtig begriffen. Leistet dem Bösen keinen Widerstand. Das scheint paradox. Vor allem, wenn es noch weitergeht, wenn ich auf die rechte Wange schlägt, dann halte noch die andere hin. Liebet eure Feinde. Ist es möglich, dass wir eine Kirche haben, die erklärt, liebet eure Feinde, das muss man richtig übersetzen. Das heißt, nehmt eine Highspeed-Gun und knallt sie alle über den Haufen. Denn das ist Krieg. Kann man das rechtfertigen mit den Worten Jesu? Sondern wir lernen von Orwell, Krieg ist Frieden, Lüge ist Wahrheit, Hunde sind Katzen, jede Behauptung im Widerspruch zeigt gerade, wie man Menschen die Köpfe umdrehen kann in der sogenannten Zeitenwende. Was Jesus meint, ist etwas, das allen Menschen, weil sie Menschen sind, evident ist. Man kann das Böse nicht bekämpfen, indem man selber mit dem gleichen Mittel antwortet. Böses gegen Böses bedeutet, wir können nur siegreich werden, wenn wir schlimmer sind als das, was wir bekämpfen. Wir nehmen das Böse, gegen das wir antreten, in unsere eigene Seele auf. Wir müssen nun auf dem Schlachtfeld siegreicher sein, tüchtiger, effizienter morden können als der Gegner. Und dann haben wir die endlose Schraube der Bewaffnung, der Rüstung, des Trainings, der befohlenen Grausamkeiten. Aber wie Friedrich konnte sagen, wann denn mal Schluss sein könnte. Am Ende des Zweiten Weltkriegs zeigten die Alliierten in den zerbombten Großstädten des Großdeutschen Reiches etwa 500.000 Tote. Nur. Friedrich fragt, wann denn die Skrupel kommen sollten. Bei 1 Million, 2 Millionen, die magische Zahl des Holocaust, 6 Millionen. Kann man sich vorstellen, was es bedeutet, wenn Staat Brandbomben am 23. Juli 1943 in der Operation Momona auf Hamburg herabregnet, in einer einzigen Nacht in Hammerbrook über 40.000 Tote fallen, Kinder in den Bunkern, alte Leute, die nicht einmal die Treppe herunterkommen, Frauen allein gelassen, Kranke, die zerfetzt werden. Wann soll Schluss sein? Jetzt in der Ukraine 500.000 Tote, ein langer Krieg, da müssen wir mehr Waffen liefern, mehr Waffen, stichtigere Waffen, Taurusraketen, 500 Kilometer Reichweite, reinhauen gezielt, das müssen wir, so siegen wir. Begreifen Sie, dass Sie uns dabei selbst verlieren? Was wäre gewesen 1918, die Geburtsstunde der Tragödie des 20. Jahrhunderts? Man hätte auf beiden Seiten noch ungewiss wie viel, 10 Millionen Toten, 15 Millionen Toten, ein für alle Mal gesagt,
an sämtlichen Frontseiten. Wir haben keinen Krieg gewonnen. Wir haben allesamt unsere Menschlichkeit verloren. Nur weil man gesiegt haben wollte oder nicht verloren haben wollte, ging es überhaupt erst richtig los. Es muss aber mal Schluss sein, indem man begreift, dass man das Böse nicht bekämpfen kann. Nicht mit Bösen, mit denselben Mitteln, mit den sich verschlimmernden Mitteln. Dann haben Sie die ganze Menschheitsgeschichte vor Augen. Es mag begonnen sein, indem man mit dem Knüppel aufeinander losgeht oder mit einem Kieselstein in der Hand. Ich weiß, es ist von der Bronzezeit an, haben wir das Mordgerät des Schwertes. Und wir brauchen eine neue Psychologie, von dem Abscheulichen nicht mehr zurückzuzeichnen, sondern es für heroisch zu erklären. Und in gerader Linie. Es ist nicht genug, dass man mit Sprengstoff ganze Frontlinien behämmert. Man braucht die Kraft des Atoms. 100.000 Tote in wenigen Sekunden. 6. August 1945, 9. August 1945. Nicht genug Hiroshima, Nagasaki, 7 Jahre später auf den Marshallinseln. Man muss die Energie der Sonne auf die Erde holen, die Fusion von Helium, Wasserstoff in Helium und die Abstrahlung als Waffe nutzen. Auf den Marshallinseln in Elubalat am 1. November 1952 wird die Insel insgesamt vernichtet. 1000-mal Hiroshima. Das brauchen wir, wenn wir groß sein wollen. Groß nämlich sind wir, wenn wir die maximale Tötungskapazität auf der Erde haben. Ungefähr 10 Millionen Mal so viel wie der konventionelle Sprengstoff Trinitrotolol. Aber dann sind wir wer, wenn wir das können. Nicht genug. 1. März, 2 Jahre später, 1954, auf dem Bikini-Atoll, die nächste Wasserstoffbombe. Sie hat physikalisch keine Grenzen mehr. Und es ist so sexy, dass man danach die ganze Mode benennen kann. Ein Bikini-Atoll, eine Waffe. Da muss man staunen und begeistert klatschen. Wann begreift man endlich den Wahnsinn? Angeblich dient das der Sicherheit. Aber das tut es nicht. Es macht die ganze Welt unsicher. Und die Logik, wir könnten gegen Angst angehen, indem wir Angst verbreiten und den anderen einschüchtern, wird niemals einen Erfolg haben. In den USA haben wir 340 Millionen Einwohner und über 400 Millionen Handfeuerwaffen. Sollen wir wirklich glauben, man kann nachts nur richtig schlafen, wenn man eine Beretta unter dem Kopfkissen hat? Man muss töten können, damit man sicher ist. Wäre es nicht vernünftig, hier zu sagen, wir müssten miteinander reden und verständigen? Dann stimmen wir bei einer Aufgabe, die ich verbinde im Zweiten, mit einem Wort Jesu wieder aus der Bergpredigt. Richtet nicht, das ist das Ende seiner Worte. Matthäus 7, 1 bis 3. Ich bin sehr froh, in der Reihe der Preisträger Herrn Hoff zu finden, ein Mann, der jahrelang dafür eingetreten ist, dass man das Böse nicht bekämpft, sondern versucht, im Umgang gar mit jemandem, den man einen Verbrecher nennt, durch Verstehen, durch Begleitung, durch Güte zurückzuführen zu sich selber. Wir bekämpfen die Symptome und weigern uns, die Ursachen zu erkennen. Das Strafrecht, das Herr Hoff gern abgeschafft sieht, wie ich selber. 3 Bücher habe ich geschrieben mit dem Titel Richtet nicht, Christentum und Strafrecht. Begeht ein Unrecht daran, dass man nur das betrachtet, was der andere tut. Und das bewertet man in einer zweiwertigen Moral, gut und böse, binär.
entweder oder. Es ist nicht zu leugnen, es gibt Gut und Böse. Aber beides hat seine Ursachen. Und die müssen wir verstehen, statt das Symptom niederzuschmettern mit den gleichen Mitteln. Gandhi konnte das sagen. Auge um Auge. Das bedeutet, dass die ganze Menschheit blind wird. Die Friedenstaube, die in dem Kreis ihre Abbildung findet, wird niemals fliegen über ein Meer von Blut. Über die Sinnflut kam sie, um Noah zu retten. Über das Blutmeer, das wir seitdem anrichten in der gesamten menschlichen Geschichte, kann sie nicht kommen. Engel könnten kommen, in den Weihnachtsgarten. Friede auf Erden bedeutet Herrlichkeit, Gott in den Himmel. Aber den Frieden gibt es nur für Menschen, die Güte glauben können. Den Menschen seine Huld, hat Luthers übersetzt. Soll man das wirklich denken? Die Feinde lieben, das Böse, statt es zu bekämpfen, zu überleben, es zu überwinden mit Güte. Paulus, 12. Kapitel im Römerbrief, Vers 21. Kann man damit Politik machen? Man wird es endlich machen müssen, oder die Geschichte geht ewig so weiter in immer schrecklicherer Folge. Bis wohin wollen wir es treiben mit dem Massenmord? Wollen wir jede Generation dahin bringen, dass sie das töten, lernen, auch befehlen? Dann hat Albert Einstein recht, solange wir ein Militär haben, kann es keinen Fortschritt der Kultur geben. Jedes Militär ist eine Parallelgesellschaft zum Zivilen. Alles, was dem Bürger verboten wird, ist das Gebot auf dem Kasernenhof. Wie man tötet, mordet, schießt, betrügt, lügt, hinterhältige Überfälle startet, wie man jede Unmenschlichkeit perfektioniert, routiniert, montiert, um am besten siegreich auf dem Schlachtfeld sich zu verabschieden. 1520 konnte Erasmus von Rotterdam bereits sagen, welch ein Irrsinn. Man kann sich nicht einigen über Gut und Böse am Verhandlungstisch. Und dann glaubt man im Ernst, dass der effizientere, tüchtigere Maler auf dem Schlachtfeld ein Recht dazu bestimmen, dass er immer schon im Rechte war und diktiert den Siegfrieden. Er hat alles verraten, was menschlich ist, sonst wäre er kein Sieger geworden. Er hat sich selber widerlegt in jeglicher Moral. Aber nun tritt er auf. Wie Konstantin 312 an der Milvischen Brücke. Gott sei bei ihm. Die Wahrheit ist, man kann das Böse nur verstehen, indem man seinen Gründen nachgeht. Und nur dabei kann man sie überwinden. Mit Strafen, das hat man keine Menschen. Wenn ich so sage, wir müssten das Böse, sogar das Verbrechen verstehen, wir müssten das Strafrecht abschaffen, hätten wir nur die andere Seite des Pazifismus praktisch gemacht. Jeder Krieg ist eine Strafaktion. Immer ist der Feind drüben, der absolut Böse. Eben deshalb müssen wir ihn töten. Natürlich sind wir die Guten. Allein die Perspektive, die Welt so einzuteilen. Philipp Silvaro hat das beschrieben in zwei Büchern. Macht eine Weltsicht auf, die bis zur Paranoia geht. Was wir dabei vermeiden, ist die Mitschuld an den sogenannten Verbrechen des anderen, uns selbstbewusst zu machen. Der Krieg in der Ukraine. Rein die Schuld des Teufels Putin. Putin ist wie Hitler. Putin ist wie Peter der Große. Putin ist wie Stalin, der für Putin sagt, man muss mit ihm verhandeln. Ist schon ein Kriegsverbrecher, weil er Scholzens Worte, dem Kriegstreiber Putin das Wort redet. Engel von Bethlehem.
die Geburt Jesu zu Weihnachten über das Gegenprogramm zur Großmachtpolitik von Kaiser Augustus, das Gegenprogramm zum Kapitol in Rom bis hin zum Kapitol in Washington, quer durch die ganze menschliche Geschichte. Wie man das Böse verstehen könnte, gebe ich Ihnen wieder mit einem kleinen Beispiel. Ihr Urteil ist vollkommen eindeutig, wenn Sie es hören. Ein Mann hat seine Frau ermordet. Für die Anklage überhaupt kein Problem. Ein Verbrecher. Ein Mörder. 15 Jahre Gefängnis stehen da drauf. Der Mann selber sagt, ich wollte doch nur, dass sie aufhört. Er hat sie erwürgt. Dem Ankläger war das egal, die Vorgeschichte. Aber man hätte sie wissen können. Dieser Mann hat seine Frau geliebt. Hat er noch im Prozess gesagt. Und der Ankläger schnauzt ihn an. Sie können überhaupt nicht lieben, Sie sind völlig ein Narzisst. Sonst können Sie doch Ihre Frau nicht ermorden. Was soll denn das heißen, ich habe Sie geliebt. Sich selber haben Sie geliebt. Ein Mörder sind Sie. Die Wahrheit ist, der Mann hat seine Frau sehr geliebt. Sie war der erste Mensch in seinem Leben, den er hat lieben können. Eigentlich war er auf der Suche nach einer Mutter, die so genötigt von ihm nie gefunden wurde. Und eines Tages bekam seine Frau es fertig, ihn genau dafür abzulehnen. Er ist zu weich, er ist kein wirklicher Mann. Er hat nichts in der Hose. Verglichen mit den anderen ist ein gar nichts. Diese Reden waren es, die nicht nur ihn zerstörten, sondern seine ganze Welt. Alles, für was er gelebt und geliebt hatte. Hör doch auf, aber sie hörte nicht auf. Das war der Mord. Eigentlich die Beendigung des Mords, der ihm seelisch zugefügt wurde. Und könnten wir nicht allgemein so sagen? Der libanesische Dichter Khalil Gibran brachte das in die Worte, vielleicht ist doch ein Lügner nur ein Mensch, der Angst hat. Vielleicht ist doch ein Dieb nur ein Mensch, der Hunger hat. Und dann sage ich jetzt im Namen Jesu, vielleicht ist sogar ein Mörder. Nur ein Mensch auf der Suche nach einer Liebe, die so wie nötig von ihm nie erfahren wurde. Das heißt, wir müssen das Böse überleben, indem wir die Gründe, die dahinter stecken, endlich begreifen. Und unsere eigene Mitbeteiligung. Wenn schon Frau Baerbock erklärt, Russland ist kein Teil Europas, empfehle ich, dass sie mindestens mal russische Literatur liest. Dostojewski zum Beispiel. In Aufzeichnungen aus dem Totenhaus, dem Ostrog in Sibirien, stehen Wörter wie diese. Uns Russen unterscheidet etwas von denen im Westen. Im Westen sprechen sie von Verbrechern. Wir in Russland nennen sie die Unglücklichen. Denn sie tragen unser aller Schuld. In der Brüder Karamazow finden Sie, dass Taras Sozina, der beinahe zum Mörder geworden wäre. Sein Schüler Alyosha sagt, wenn Sie jemals kommen, Alyosha, du solltest Gericht sitzen über einen anderen Menschen. Sag als erstes, Alyosha, wer ist denn möglich, dass jener seine Taten vollbracht hätte, wenn ich selber ein anderer Mensch wäre? Nur wenn du dich selber schuldig sprichst für die Schuld deines Bruders, nur dann, Alyosha, magst du zu Gericht sitzen. Hätten wir das je begriffen? In seiner letzten Rede auf Puschkin wird das für jetzt hier enden mit der Bemerkung, ein Russe ist ein Mensch, der alles versteht. Sollten wir nicht lernen, Russe zu werden, statt das nicht zu schießen?
sie zu begreifen, wie schon vorgeschlagen wurde, in der Angst, die wir ihnen machen, angeblich um selber keine Angst mehr haben zu müssen. Dann käme ich noch auf einen dritten Punkt der Bergpredigt. Sechstes Kapitel bei Matthäus in den Versen 1 bis 4, wenn Sie es nachlesen möchten. Drei kurze Teile, die fürs Ganze stehen mögen. Ihr müsst wählen zwischen Gott und dem Mammon. Sie sollten nicht länger glauben, dass die Kriege führen, werteorientiert, Freiheit liebend, Menschlichkeit fördernd, das Böse abwehren, im Verteidigungsmodus das Recht durchsetzen. Sie müssen simpel glauben, was Sie selber sehen. Der wichtigste Kriegsgrund ist das Geld. Und das ist der wahre Gott, an den wir glauben. So, das war der Benjamin schon 1920 sagen konnte, der Kapitalismus ist die Religion des Westens. Und Gandhi konnte sagen, es hat ein Christentum im Abendland nie gegeben, sonst wären von dort nicht die schlimmsten Kriege ausgegangen. Im Abendland betet man das Geld an, doch nicht Gott. Nur was steckt dahinter? Mit welchem Zynismus dreht sich die Spirale der Macht? Warum darf es keinen Frieden geben? Angeblich müssen wir den Russen fürchten. Aber so ist es nicht. Die Russen haben 1989, eigentlich zum dritten Mal, speziell den Deutschen, den Frieden angeboten. Gorbatschow. Abrüstung statt Aufrüstung. Vom Ural bis zum Atlantik. Es lag auf dem Tisch. Konversion von allen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen Mitteln zur Lösung der wirklichen Probleme dieser Welt. 50 Millionen Menschen, die sterben an Hunger jedes Jahr. Dafür haben wir kein Geld. Die UNO kann betteln um 2 Milliarden für die Flüchtlinge in Nordafrika. Kein Geld! Aber 100 Milliarden für Rüstung, einfach Sondervermögen, das geht durch und wird weiter steigen. Kriegstüchtig. Panzer, Haubitzen, Leopard 1, Leopard 2, F-35 Tarnkappenbomber, die Atombomben tragen können, gerade bestellt, 35 Stück bei Lockheed davon. Da kann man Geld mitmachen. Und das ist, was man machen will. Was fürchtet man? Gesetzt, man hätte begriffen, es ist Frieden möglich. Hätten wir eine Zone von Lisboa bis Vladivostok, ein einheitlicher Wirtschaftsraum. Das ist, was Amerika fürchten muss. Deutsche und Russen könnten Frieden haben. Weg mit der Pipeline 2, in die Luft damit. Keinerlei Zusammenarbeit wirtschaftlich, kein Frieden in Europa, denn da hätten wir ja ein Konsortium von Wirtschaftszusammenhängen, die den Weltmachtanspruch der USA in absoluter Konkurrenz gegenübertreten würden. Das muss man fürchten, nicht den Russen, sondern den Frieden mit dem Russen. Dass das so ist, können Sie nachlesen aus den Texten von 1991 an. Das ist die Zeit auch des ersten Golfkriegs. Man will als Erdöl, kostet mal wieder rund 1 Million Menschen, aber amerikanische Philosophie. Wer in die Küche geht und ein Omelette bereiten will, der muss Eier zertrümmern können. Nur die Herren im Pentagon sollten wissen, so geht man nicht mit Menschen um. Mit Millionen Menschen für ein politisches Ziel, das nicht nötig wäre, wenn man Frieden wollen würde. Aber da müssen wir erkennen, dass unser ganzes Wirtschaftssystem basiert auf Konkurrenz und Wachstum. Der Kapitalismus ist wie ein Fahrrad, wenn Sie nicht in die Pedale treten, wenn es stehen zu bleiben droht, fällt es zur Seite. Es muss sich bewegen, immer schneller, immer weiter, höher, größer, mächtiger. Also gibt es nur zwei Wege, das Kapital zu vermehren. Lohndumping in Konkurrenz mit den Billiglohnländern und Zugriff zu den Rohstoffen. Regime-Change, die richtigen Leute müssen da regieren. Wo nicht, werden sie abgesetzt, 1952, Mossadegh im Iran.
Henry Kissinger in Chile wird da Allende ermordet. 1960 Lumumba, wieder mal fast 2 Millionen Tote bei der Abspaltung Katangas im Kongo. Der Kongo ist an Bodenschätzen eines der reichsten Gebiete der Erde und sozial das Allerärmste. Das ist Kapitalismus. Und dann fragt Jesus ganz einfach, ihr müsst wissen, woran ihr glaubt. Was soll euch Trost sein? Ein gutes Gefühl geben, dass ihr Geld in der Hand habt. Um welchen Preis denn? Aber wir haben es verdient, wir sind ordentliche Bürger. Der Bettler an der Straße hätte es genauso verdient. Nein, der nicht, der schon stinkt. Ich rieche es doch, ein versoffener Kerl. Wie ist er denn versoffen geworden? Was war denn deine Beteiligung? In den Vorweihnachtstagen hast du Besseres zu tun, als dein Geld zu verplempern mit betrunkenen Bettlern am Straßenrand. Aber kannst du darüber nachdenken, dass Geld nie dein Verdienst ist? Doch, ich habe gearbeitet, gewiss. Und dass du arbeiten konntest und gesund warst, ist dein Glück, dein Geschenk, aber nicht dein Verdienst. Und glaubst du, jener säße an der Straße, frierend, in der Kälte, vor Weihnachten, wenn er auch nur die Chance gehabt hätte, dass es ihm einigermaßen so ähnlich hätte gehen können wie die Sache? Machen wir es kurz, Geld ist kein Besitz, sondern ein Geschenk. Dazu bestimmt es weiterzugeben an diejenigen, die es am meisten brauchen. Es ist wie das Wasser, das vom Himmel fällt, das Regen und hineinläuft in die tiefsten Stellen der Erdoberfläche. Darin soll es und will es. Und für was anderes ist es nicht da. Halten wir es fest im Wahn, es gehört uns. Belügen wir uns selber und wir werden erleben, dass die Kriege, die wir führen, im Namen des Geldes allesamt verlogen sind. Glauben Sie nie, was in der Zeitung steht. Glauben Sie es in den Tagen jetzt noch viel weniger. Dann brauchen wir für den kulturellen, für den menschlichen, den humanitären Fortschritt ein Nein auf allen Kasernlösen. Apostelgeschichte Kapitel 5 sagt Petrus, der Patron dieser Kirche, dem Hohenpriester, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Tun wir das. Kein Brüllach auf keinen Kasernenhof hat eine Berechtigung, den Menschen beizubringen, du musst töten, wenn ich es dir befehle. Du hast kein Gewissen mehr, du musst dich selber denken, du hast ein Stahlhelm auf den Kopf und dann tust du, was sie alle machen. Du hast eine Uniform und dann bist du wie alle anderen. Du bist kein Individuum mehr, keine Persönlichkeit mehr. Ja, damit hast du aufgehört, ein Mensch zu sein. Unsere Menschlichkeit müssten wir bewahren in grundsätzlicher Verneinung dessen, was Militär bedeutet, den ewigen Rückfall in die Vorzeit der Unmenschlichkeit. Es muss damit Schluss sein. Auch die Bereitschaft, in Berufen tätig zu sein, die kriegsfördernd sind, ob an den Universitäten, in den Fabriken. Ich ende jetzt mit einem Wort des Mannes, der 47 starb in Basel, lungenkrank, und es wie ein Vermächtnis der Menschheit zu geben versuchte. Ein Appell, der so aktuell ist, dass man es kaum für möglich hält, es steht aber so da. Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst Kinder gebären, Jungen für die Schützengräben, Mädchen für die Spitäler, Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, sag nein. Mann an der Waldbank, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst das Wasserrohre und Trinkbecher, Kanonenrohre und Handgranaten ziehen. Mann an der Werkbank sagt nein. Mann im Labor, wenn sie wiederkommen und dir sagen,
Du sollst den neuen Tod erfinden für das alte Leben. Mann im Labor sagt nein. Und Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst den Krieg rechtfertigen und die Waffen segnen. Pfarrer auf der Kanzel sagt nein, denn wenn ihr nicht nein sagt, wird das immer weiter, immer schrecklicher. So gehen durch die künftige Geschichte. Ich danke Ihnen sehr für das Nein, das in Ihrer Geduld beim Zuhören für mich laut vernehmbar war. Dankeschön.